Sehr geehrte Frau Dr. Freundli, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Einweihung unserer neuen Turnhalle. Frau Dr. Freundli, die Bürgermeisterin für Bildung, Kinder, Jugend und Gesundheit, ist heute Morgen gekommen, um die Veranstaltung zu eröffnen. Frau Dr. Freundli, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich, auch im Namen des Herrn Oberbürgermeisters und des Gemeinderates. Das ist doch heute ein sehr schöner Termin. Und die Sonne scheint auch extra für Sie bestellt. Die Organisation dieser Schule ist wieder top, kann ich dazu nur sagen. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich hier erschienen sind, denn das ist ja nun wirklich ein freudiges Ereignis, auf das wir ein Stück weit auch sehnsüchtig gewartet haben. Nicht wahr, Frau Philipp? Ich gucke Sie an und weiß sozusagen Ihre Gedanken gerade im Hinterkopf. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich, Philipp und Herr Nuss, als Schulleitungsteam, so definieren Sie sich ja hier, der Schüler. Und Frau Lehmann von der Oststadtschule ist auch hier. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich, denn sie wird eine Mitnutzerin, nicht Sie persönlich, aber Ihre Schule, eine Mitnutzerin dieser neu sanierten Halle sein. Ich begrüße Herrn Doberas als Vertreter der BBS und ich begrüße den lieben Herrn Jade als Vertreter meiner Fachverwaltung hier vor Ort. Als Elternvertreterinnen begrüße ich Frau Rudolph und Frau Ahls. Seien Sie mir herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen, die Tulla Realschule ist mit 686 Schülerinnen und Schülern die größte Realschule hier in Mannheim. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Gleichzeitig ist es eine Schule, die jetzt in der jüngeren Vergangenheit sehr lange verzichten musste auf einen Raum, wo das, was im Unterricht auch unbedingt vorgesehen ist, was aber im Alltag oft zu kurz ist, der Sport, stattfinden soll. Und insofern ist das hier ein Ereignis, wo ich denke, nicht nur den Schulleitern, den Kollegien, sondern vor allen Dingen auch den Schülerinnen und Schülern, ich gucke euch mal hier alle an, fällt ein Stein vom Herzen, dass ihr jetzt endlich mal wieder Sport hier in einer eigenen Halle machen könnt. Lassen Sie mich ein Stück weit zurückgucken auf die Geschichte des Tula hier. Das Tula-Gymnasium, in dessen Gebäude wir uns ja befinden, wurde saniert und zum Schuljahr 96 und 97 wurde sozusagen dieses sanierte Gebäude neues Obdach für verschmolzene Realschulen. Dazu gehörten unter anderem die Johannes Kepler, die Pestalozzi und die wohlgelegene Realschule, sodass hier Realschüler Einzug halten können. Mit den Etatberatungen vor jetzt 2 Jahren, im Dezember 17, wurde dann die Sanierung der sogenannten gelben Halle beschlossen. Warum sie gelbe Halle heißt, sehen Sie hier und dort an der Wand noch. Das ist den gelben Ziegeln geschuldet und dieser Begriff hat sich so durchgesetzt. Insofern wird sie wahrscheinlich nie die Sporthalle des Tulas heißen, sondern immer die gelbe Halle. Aber Sie sind damit die einzige Schule, die nicht über eine normale Sporthalle, sondern über eine gelbe Halle verfügt. Das ist was ganz Besonderes. Seien Sie stolz drauf. Der Gemeinderat hat, und dafür sind wir alle sehr, sehr dankbar, insgesamt 1,7 Millionen Euro in diese Sanierung reingesteckt. Hintergrund war nicht nur der Zustand der Halle, sondern letztendlicher Auslöser war der Verkauf des Palais Langheinrich hier nebenan, Sie wissen es alle. Denn dort war ja ursprünglich der TSV 1846 mit seinen Sportstätten beheimatet und insofern gab es hier eine gute Kooperation der Hallennutzung über 2 Gebäude hinweg, von der auch die Schule profitierte. Als dann aber ein Besitzerwechsel eintrat, ist das nicht mehr möglich gewesen und insofern musste dann die gelbe Halle hier endlich auch in Angriff genommen werden. Und Sie wissen, dass eine in der Innenstadt gelagerte Schule, selbst wenn sie eine wachsende Schule ist, sozusagen nicht mehr Raum zur Verfügung hat, weil die Innenstadt ist dicht besiedelt. Und insofern war es schon ein architektonischer Kunstgriff und ein sehr freundliches Entgegenkommen des neuen Besitzers, dass er uns gestattet hat, sozusagen die Räumlichkeiten, die sie hinter dieser Wand vermuten, noch dazu zu benutzen. Das heißt, diese Räumlichkeiten hinter dieser Wand sind angemietet als Lagerstätten für die Sportgeräte dieser Halle. Sodass die Schule jetzt wieder eine eigene Turnhalle und eine angemietete Lagerfläche hat und damit in der Lage ist, die Turnhalle in ihrer ganzen Fläche auch ausnutzen zu können. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für das Entgegenkommen des neuen Besitzes. Die Sanierung hat eine wesentliche Verbesserung und Aufwertung dieser Sportstätte erbracht. Sie sehen es hier, nicht nur, weil alles schön neu ist und glänzt, sondern auch,
weil diese Schulhalle jetzt über eine moderne Top-Road-Kletterwand verfügt, die sowohl in den Unterricht als auch in die Freizeitgestaltung eingebunden werden kann. Das Gebäude hier ist barrierefrei erschlossen. Die sanitären Anlagen, immer was ganz, ganz Wichtiges, sind ertüchtigt worden. Und die Außenhülle ist energetisch überarbeitet worden. Das sind so die Kernaufgaben oder Kernleistungen, die mit dieser Sanierung verbunden waren. Die Einrichtung selber, Sie wissen es, ich habe es eben auch erwähnt, wird nicht nur von der Tuller Realschule, sondern auch von der Oststadt Grundschule benutzt. Und wir sollten auch noch einen Blick auf die Zeitachse werfen. Mit den Arbeiten selber ist im August 16 begonnen worden und schon in der 46. KW hier ist die Halle wieder benutzbar gewesen. Ich finde, das ist für Bauarbeiten, über die man ja in der Regel klagt, weil sie in der Regel nie so ablaufen, wie man es geplant hat, ein sehr schneller Fortschritt gewesen und insofern gilt hier allen Beteiligten unser Dank. Vor allem der BBS, Herr Doberers, Sie vertreten Sie heute. Sie wissen, unsere Enkeltochter als Stadt, die für Schulbauten zuständig ist, eine hohe Fachkompetenz entwickelt hat und die in einem, ich gucke Sie jetzt auch beide an, Frau Philipp und Herr Nuss, mit einer hohen Zufriedenheit mit den Schulen kommuniziert und auf deren Wünsche eingeht. Natürlich sitze ich dem Herrn Doberers in meinem Nacken und sage, Kosten sind einzuhalten. Deshalb sind Wünsche nicht an jedem Tag wie Weihnachten frei zu äußern bzw. zu realisieren. Das wissen Sie. Und ich bedanke mich aber jetzt auch mal und dann nutze ich die Gelegenheit bei meinem Fachbereich. Denn gucken Sie mal, ich stehe hier oben und habe die nette Aufgabe, freudige Worte zu versprühen und Ihnen alle sozusagen diese sanierte Halle ein Stück weit auch noch in dieser Vorweihnachtszeit als endlich lang ersehntes Geschenk zu übergeben. Aber diejenigen, die Arbeit damit hatten, das ist unmittelbar auch mein Fachbereich 40, der Herr Jahre vertritt ihn und insofern möchte ich hier die Gelegenheit mal nutzen, die eigene Verwaltung zu loben, denn die kommt im Alltag oft zu kurz. Man bedankt sich bei der Bürgermeisterin und die eigentliche Arbeit wird ja woanders gemacht. Herr Jahre, Ihnen und dem Team ganz herzliches Dankeschön. Ganz wenig, wenn Sie wissen, wie viele Millionen wir insgesamt bewegen. Heute in der Zeitung steht ja auch das, was wir uns für die Zukunft wieder vorgenommen haben. Aber mir ist trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen, dass uns diese vergleichsweise kleine Maßnahme ganz, ganz wichtig war. Damit ist die Schule komplett im Sollzustand. Und es bedeutet ganz klar, dass die Stadt Mannheim auch hier wieder ein Stück weit vorangegangen ist auf ihrem Weg, die schulische Infrastruktur dauerhaft zukunftsfähig zu machen. Und insofern ist es mir ganz wichtig, das auch bei vergleichsweise kleinen Maßnahmen hier zu betonen, denn die Stadt Mannheim bzw. der Gemeinderat investiert damit enorm in Bildung und zeigt damit auch jeden Tag aufs Neue, wie wichtig Bildung uns für die Stadt ist. Denn das, was unsere Stadt zukunftsfähig macht, ist eine gute Bildung für alle, das wissen Sie. Zum Abschluss möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die diesen Prozess der Sanierung vorangetrieben haben, umgesetzt haben und auch geduldig ertragen haben. Ich bedanke mich auch nochmal bei den Ingenieuren und Architekten, die diese Leistungen erbracht haben. Und nun bleibt mir wirklich nur noch den Nutzerinnen und Nutzern dieser Halle. Stellvertretend gucke ich euch an und die Kinder und der Oststadtgrundschule. Viel Spaß und Freude. Und natürlich auch Schweiß. Denn Sport heißt auch Bewegung, heißt Anstrengung, heißt körperliche Ertüchtigung hier zu wünschen. Ich wünsche den Sportlehrerinnen und Sportlehrern, dass sie jetzt ihre ganze Kompetenz und ihre ganze Vorstellung, wie man Sportunterricht gut gestalten kann, hier auch umsetzen können, sodass die Freude auf beiden Seiten sehr groß ist. Ich benutze aber jetzt auch die Gelegenheit, Sie, liebe Gäste, nochmal darauf hinzuweisen, nach dieser feierlichen Eröffnung wird der Adventsbasar hier der Tuller Realschule stattfinden. Eine gute Gelegenheit für uns alle, nochmal zu gucken, ob das eine oder andere fehlende Weihnachtsgeschenk nicht bei diesem Besuch hier ersetzt werden kann. Die Schule würde sich darüber freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.